Hallo Guys, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren nice Part. Kingdom Hearts Final Mix. Ich habe mir gerade nochmal ein nice Camper Set gegönnt, damit wir ein paar MP haben. Nochmal ein bisschen die Items aufgefrischt, ihr kennt das, ne? Und jetzt steppen wir hier endlich mal rein in den elenden Tiger, den wir die ganze Zeit abgefuckt haben. Weil der uns ja die ganze Zeit abgefuckt hat. Oder eigentlich wir ihn, weil wir wollen ja in sein Mull. Das klingt wie der schlechteste Warporn, den ich hier gehört habe. Egal! Guck mal, ein weißes Trio-Tech, lecker! Ich glaube, ist irgendwie nicht dumm, an den Fässern Land zu klettern, ne? Oh. Was geht, Boy? See ya! Und dann direkt auf die Fresse bekommen. So sehe ich mich. Oh, cool. Hat wohl ziemlich betäubt, den Jungen. Nehmen wir. Blitz ist schon geil, ne? Aber nicht gegen die Jungs, komischerweise. Oh fuck, ich glaube, da will ich nicht runter. Aber sterben will ich auch nicht. Deine Bruder wurde einfach von dem Felsen überrollt, lustig. Lecker. Oh oh. Nein! Ich will nicht runter vor den Downen. Shit. Also irgendwann sicher in meinem Leben, aber nicht heute. Oh fuck. Spiel dich nicht so auf, Fliegemann. Oh oh. Ich dachte, ich würde jetzt runterfallen einfach. Come on! Oh, der Stein hat ihn gefinisht. Habt ihr das gesehen? Es war bezaubert. Es war wie Kunst. Nur besser. Au. Okay, tschüss. Puh. Mega Eder, lecker. Komme ich da hoch? Never, ne? Nee. Komme ich halt einfach absolut gar nicht. Übrigens, Leute, seid ihr der Meinung, dass Videospiele Kunst sind? Ja, ich vertrete diese Meinung. Denn Videospiel ist einfach ganz viele verschiedene Kunstarten zusammengewürfelt. Oder nicht? Also. Oh, fuck. Videospiele nicht Kunst, aber mit der ganzen Musik, dem Grafikdesign, dem Ganzen, was zum Fick ist Kunst dann, ne? Oh, fuck. Wie alle anderen Künste sind, ist natürlich auch Videospiele sehr geschmacksbedingt. Manche mögen das eine, manche das andere. Es soll sogar Leute geben, die kein Kingdom Hearts mögen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich nicht. Aber dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, die Mona Lisa ist scheiße. So, das können sich dann andere nicht vorstellen. Ist einfach die gleiche Medaille mit einer anderen Seite, I guess. Ja. Sehr poetisch, ich weiß. Ja, was ist das, du Arsch? Immer diese kleinen Herzlosen. So, war denn die MP-Bubble? Nehmen wir uns mit, die nice Popel. Die essen wir, das schmeckt gut. So, der Junge kriegt ein nice Gravitas ab. Oh ja, zwei, heute fühle ich mich richtig generous. So, tschüss. Das zweite hat viel weniger Schaden gemacht, aber immer noch genug, finde ich. Oh, oh. Ja, Jungs, könnt ihr das machen? Geht das? Schafft ihr es, diesen Fickboy zu töten? Ja, Mann. Das ist mein Junge. So, die HP nehmen wir uns mit. Ja, uns geht's gar nicht mal so gut. Und Roland auch nicht. Warte mal. Wir gönnen uns noch ein nice Camper-Set, Leute. Schmeckt. Ja, dann kann ich noch eine Potion rausholen. Schade, dass hier das Auto-Refill einfach nicht mehr, nicht gibt, wie in Kingdom Hearts 2. Das war einfach ein Segen. Das war direkt alles an MP wasten, was ich habe. Naja, fast jedenfalls. Ich würde schon gerne blocken gelernt in nächster Zeit. Das wäre schon cool. Weil ohne blocken ist ein bisschen scheiße. Ich glaube, das lernen wir richtig spät. Mit dem Stab. Oh ja, dann ist es halt so, ne? Guck mal, dafür haben wir jetzt eine nice Truhe gefunden. Ist das nicht schön? Da ist sogar ein Elixier drin. Moment, das ist wirklich ziemlich gut. Das ist nice. So, zu der Treppe da drüben kommen wir erstmal nicht. Aber hier würde ich gerne lang. Und mir die Scheiße da drüben abholen. Ah, fuck. Weil da können wir... Oh mein Gott. Never mind. Bringen wir erstmal hier alle um. Force! Habe ich den ficken Boy erwischt? Habe ich. Sehr schön.
friss das, du Arsch! Nein, er wurde geheilt! Fuck! Ich hasse die Vita-Zipfler. Weißt du, immer so, gar kein Problem gehabt, alles super chill, ich bin ein Vita-Zipfler. Und jetzt? Hurensöhne, allesamt. Okay. Sehr schön. Aber warte mal, ich nehme mal so ein Ding mit. Dann können wir das mal hier hinwerfen. Und dann komme ich damit hier hoch. Naja, ey. Wenn diese kleinen Boys hier mal mich in Ruhe lassen würden. Ich fand Schattenleuchte hier immer voll süß. Guckt sie euch an. Sind bezaubert mit ihren kleinen gelben Äuglein. Richtig cute Viecher. Oh, es gab damals für Kingdom Hearts 1.5, glaube ich, Vorbestellerbonus, so ein kleines Schattenleuchte-Plüschi. Das hätte ich voll gern gehabt, aber damals war ich nicht so rich und konnte mir einfach die Vorbestellung nicht gönnen. Muss ja halt erst später Kingdom Hearts 1.5 kaufen. Aber shit, war das geil. Also wäre das geil gewesen, hätte ich dieses Plüschi gehabt. Ja, das Spiel ist auch nice, I guess. Aber fuck, so ein Plüschi? Eigentlich bin ich überhaupt kein Typ, der so Plüschtiere sammelt oder so. Aber ein Schattenlurch? Oh, da wäre ich sowas von dabei gewesen. Ein Schattenlurch wäre einfach mein Jam. Das sollte einfach nicht so sein, Leute. Manchmal ist das Leben voller Trauer. Ja? So, noch Gegners? Ne, keine Gegners. Dann gönnen wir uns den Scheiß hier. Hütte! Schmeckt! Warte mal, kann ich? Ne, daran komme ich eh nicht. Oh. Sorry an Aldin. Ja, nee, sonst ist hier... Oh, da ist noch ein Item, Alter. Das nehmen wir jetzt auch mit. Nice Zelt. Geil. Natürlich da direkt so ein Fickboy am Eingang. Absolut nerviger Junge. Oh, scheiße. Hätte ich mal jetzt nicht geforst. Fuck. Das war jetzt einfach dumm. Von meiner Seite aus. Egal, wir sind wieder hier. Nicht allzu weit weg. Ja, wie ist denn bei euch, Leute? Plüschtiere, erzählt mir von eurem Leben. Sammelt ihr den Scheiß oder nicht? Ich selbst eher nicht. Ich habe zwar noch ein paar im Keller rumliegen, aber eher so aus der Kinderzeit. Auch als Kind fand ich Plüschtiere eigentlich fast nie immer sonderlich geil. Aber ich schwöre euch, Leute, so ein fucking Schattenlurch? Da, ich wäre sofort bereit. Da hätte ich richtig Bock drauf. Schattenlurch erobert einfach mein Herz, ich sag's euch. Yo, Double Kill Boys. Sehr schön. Ich freue mich schon über Blitzra und Blitzgardian. Voll geiles Zeug. Genau, da komme ich nicht dran. Ja, okay. Force! Guck mal, sind wir direkt wieder hier. Oh, fuck. Sollte mir ein bisschen vorsichtiger spielen, kann das sein? So ein Aero hier und da wäre vielleicht keine schlechte Idee, würdet ihr sagen, oder? Ich glaube auch. Hey, danke, Doland. Ohne Scheiß. Der Bruder versteht uns einfach, ja? Doland hat sich einfach in meinen PC gehackt. Der hört jetzt auch einfach mit. Live. Ist für ihn so ein Livestream. Er ist so, Aero, Bruder. Das gönne ich dir, Alter. Beste Donation, Aero-Zauber. Oder ein verdammtes Schattenlurch-Plüschi. Leute, ich hätte voll Bock. Ich weiß dann noch nicht, wo ich mir das hinstellen würde. In meiner komischen Hütte. Aber fuck. Ich wäre dabei. Ich würde mir irgendwas einfallen lassen. Force! Er frisst Scheiße. Au. Seid brave Jungs und sterbt einfach. So. Alter, das war knapp. Gut, dass wir Aero hatten. Der will auch nicht runterfallen, ne? Der hat gar keinen Bock. Jetzt stirb halt wenigstens. Du Arschloch. Here I come! Oh, du bist fast tot. Cool. Das war's wohl mit dir, Penner. Okay, gehen wir einfach weiter. Na. Yo, ein Schatz, Leute, korrekt. Und die Jungs hier einfach schon längst gespawnt. Nice, nicht korrekt. Voll scheiße. So hat auch nur 5 Stunden gedauert, ihn umzubringen. Sehr gut. See ya! Au, bitte Heilung. Wir machen einfach gar keinen Schaden, ne? Ich habe das Gefühl, der war komplett unterlevelt an der Stelle. Au! Böse Feuermann. Nolan ist einfach schon wieder auf dem Boden. Man kennt's.
Klassischer Doland. Ja, frisst das. Okay, sehr schön. Ja, das nehme ich hier mit. Haben sie nur die paar kleinen Truhen. Aber nicht das ganze geile Scheißzeug, was hier rumliegt. Ich hätte gerne den Schutzengel, bitte. Halten wenigstens ein bisschen mehr aus. Geil, Alter. Abwehrkraft ab, dafür bin ich hier. Oh, er ist die gesamte Höhle durchsuchen. Ja, da kommen wir nicht vorbei. Also ich weiß, wie wir daran vorbeikommen. Ihr werdet erstaunt sein, Leute. Ja, kann ich eigentlich... Nee. Okay, war ein Versuch wert. Ja. Kein Plan. Ich schätze, wir gehen mal nach unten jetzt, ne? Aber jetzt will ich mal runterfallen, ja? Ja, stimmt. Ich weiß wieder alles, okay. Keine Sorge, Leute. Ich weiß genau, was wir jetzt tun. Wir schwimmen erstmal hier runter, glaube ich. Ich weiß genau, was wir tun. Ich glaube, wir schwimmen hier runter. Spasti. Naja. Genau, ich berühre deinen kleinen Edelstein und dann öffnest du mir alle deine Türen. Das ist schön. Ich glaube, wir wollen einfach hier hochschwimmen. Das sieht so absolut dumm aus. Die haben halt krasse Beine, die Jungs, ne? Kann man nicht anders sagen. Ort der Schatten. Okay. Das nehmen wir uns mal mit. Ja, wir gönnen uns mal das Speichern. Wenn wir schon mal hier sind. Hütte, korrekt. Komme ich da auch ran? Nein, leider nicht. Leider gar nicht so. Sicher? Warte mal. Klar komme ich da rein, Leute. Ihr könnt alles... Oh, fuck, eine verlorene Seite. Das Dingens, wie hieß die Scheiße? Necronomicons. Alter, das wollen wir eigentlich echt gar nicht haben, aber okay. Ich schätze, wir nehmen es mit. Toll. Blitzring, cool. Da komme ich nicht ran, fürchte ich, ja. Ich glaube, wir können hier... Ja, genau, bitten. Ey, du Affenjunge, mach deinen Scheiß jetzt, ja? Bam, 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 bam. Very nice. Können wir direkt hier mal reinlunzen. Klopf, klopf. Meteorgummi braucht einfach keinen Arsch. Okay, cool. Gut, dass wir hier waren. Spiel, danke. Scheiße. Meteorgummi einfach null Interesse. Allgemein, die Gummis sind einfach absolut nutzlos für uns. Ich bin einfach kein Gummischiff, Mann. Ich weiß auch nicht. Obwohl Meteor klingt natürlich stark, aber... Ey, Proterra-Kette, die könnte ich aber gebrauchen. Ich habe jetzt voll den auf die Fresse Dingens, ne? Oh, die Grillande würde mir MP gönnen. Boah, Alter. Ich glaube, das hätte ich gerne. Wir gönnen uns mal Grillande und die Proterra-Kette. Oder? Oder? Vielleicht doch nicht? Ja, Angriff sinkt halt ein bisschen, ne? Aber ich hätte schon gerne, dass ich nicht direkt sterbe. Wäre schon cool. So, das Ding ist irgendwie scheiße. Du bekommst mal... Nach der Reif. Ach so, nein, warte. Du bist ja nur hier, ne? Fucking Analdin, ja. Du bist egal. Aber hier, du, Doland. Was gönne ich dir denn? Den Reichszahn? Nee. Dir gönne ich mal einen Feuerring. Achso, du hast schon einen. Dir gönne ich mal einen Blitzring. Ja, okay, du bist okay. MP hast! Ja! Yes. Das hätte ich gerne. Ja, du warst dafür raus. Scheiß auf den Hurricane-Stoß. MP hast du das? Ja, perfekt. NPA ist absolut gut. Esprit auch geil. Ja, wir gönnen erstmal nochmal NPA. Du kannst Charmeur dir gönnen, okay. Dann gönn dir mal Gubi. Ja, fuck, und jetzt wohin? Da lang? Da lang. Oh, der Relikte. Ja, cool.
Da geht's nur wieder hoch, ne? Ich glaube, ich möchte da lang. Ort der Stille. Ich bin sehr still. Das hatten wir schon. Keine Reaktion. Okay. Wo war denn der Ort, wo ich hin möchte, wirklich in meinem Herzen? Baba. Oben ist einfach immer eine Scheiße. Aber ich glaube, da hoch will ich eigentlich. Oder hier lang? Ort der Scheuer? Da waren wir noch nicht. Ah ja, genau. Hier möchte ich hin. Korrekt. Pass auf, da können wir entweder einen Feuerball draufballern oder wir jumpen hoch, schlagen einmal, machen das kaputt. Wie ein absoluter Madlet, der wir nun mal sind. Und trigger eine Story-Cutscene, ganz offenkundig. My first wish, Genie. Show me the keyhole. Ja, war schon süß. Jetzt wissen wir wenigstens, wo das Keyhole ist. Und jetzt, wo wir die Säule kaputt gemacht haben, das war übrigens die Säule, die den Durchgang gestützt hat, wo wir davor waren. Nachdem die kaputt ist, können wir jetzt endlich weiter, Leute. Ah, fuck, oder auch nicht? Force. Ich force dich so lange, bis einfach nichts mehr zum Forcen übrig ist, Junge. So. So tut es mein Herzlose, Leute. Merkt euch das. So, wir jumpen hier mal hoch. Okay, bringen wir erstmal den Jungen um. Damit kann ich ja auch leben. Hier gibt es ja noch einiges an Zeug zu holen, aber das kommen wir erst hin, wenn wir ein paar Abilities haben. Ähnlich wie bei Dream Drop Distance können wir natürlich nicht direkt alles aus den Welten holen. Aber wir kommen wieder, Leute. Das wird 100% gezockt. Wir gönnen uns alles. Aber erstmal müssen wir hier so ein bisschen durchkommen. Ja, durch die Story. Man kennt's. Roland, falsches Ziel. Den Jungen wollen wir forcen. Au. Ey, aber immerhin sind wir nicht direkt im roten Bereich. Das ist gut. Zusätzliche Def hat sich schon gelohnt. Oh, ich erinnere mich gerade, was wir bekommen, nachdem wir diese Welt abgeschossen haben. Das wird einfach geil, Leute. Dafür sind wir hier, okay? Das wird super. That boy again? He is more persistent than I expected. Why not explain the situation to that boy, Riku? Doing so may actually prove useful to our... Wait a second. Are you Maleficent? Jafar, let Jasmine go! Not a chance. You see, she's a princess. One of seven who somehow hold the key to opening the door. Open? The door? But you fools won't live to see what lies beyond it. Genie, my second wish, crush them! Genie, no! Sorry, Al. The one with the lamp calls the shots. I don't have a choice. Well, fuck. Oh, shit! He's firing his laser! Ja, was ist das, du Arschloch? Schütze das nur. Okay, das schütze ich nur vor Magie. Okay. Sehr gut. Deep Freeze! Au. Glücklicherweise ist Genie absolut furchtbar darin, uns umzubringen. Guck mal, chill einfach hier. Oh, please let me miss. Absoluter Ehrenmann. Hilf, ist das, du Arschloch? Töte ihn! Irgendwie. Oh mein. Ja, du kannst deine scheiß kleinen Zaubersprüche woanders aufsagen, mein Junge.
Oh, okay, sorry, sorry, Sir. Scheiße. Oh, komm schon. Einmal mit dem ersten Hit gefehlt. Okay, wir wollen eigentlich immer am Rand bleiben an der Stage. Aber wie ihr seht, sein komischer Eiszauber oder allgemein seine Magie in der Mitte ist einfach richtig krass. Ja, schon ein heftiger Wizard, der Junge, ne? Kann man nicht anders sagen. Oh, fuck. Fast hätte ich da einfach... Hätte ich mir einfach gegönnt, den Schaden. Ja, so erwischt er einfach nie. Ja, ja, du misst schon. Alles gut, mein Junge. Alles in bester Ordnung. Ja, komm jetzt näher. Scheiß der Laser. Ich dachte, er macht ein Schild. Leider kann ich dir keine Hebräisch oder was der Hurensohn da erzählt, ja? Ugh. Oder Arabisch. Wahrscheinlich Arabisch, ne? Wenn ich bedenke, dass das Agrabah ist und man von den arabischen Nächten singt. Dann war das wahrscheinlich Arabisch. Wenn nicht irgendwelche ausgedachte Scheiße. Au. Ey, Genie ist so ein Ehrenmann, wenn er uns schlägt. Er droppt sogar ein paar Heilbobbel. Ja, komm, Alter. Jafar ist einfach der Avatar. Er nutzt Eis, er nutzt Feuer, er nutzt Darkness. Alle Elemente. Ey, was ist das? Wow, Blitz hat einfach nichts gemacht. Aber ich glaube, er hat einfach gedodged, der Junge. Er ist halt eine feige Sau. Bringt ihn um, Jungs. Wow, gute Arbeit, Jungs. Au. Das tat aber ein bisschen weh. Und nicht nur körperlich, ne? Ah, fuck. Ich wollte ihn kontern. Getting warm, versteht ihr? Oh, lol. Haha. Was jetzt, Bitch Boy? Oh, du fliegst einfach wieder weg. Okay. So. Fuck. Ich wollte halt nicht direkt wegstoßen. Ja, bring ihn um. Fuck, Hurricane-Stoß hätte uns jetzt echt gegönnt, glaube ich. Das wäre, glaube ich, schon richtig gut. Bring ihn um, Doland. Bring ihn um. Und die scheiß Laufanimation vom wütenden Kampf, Doland, ey. Guckt mal genau hin. Guckt euch diesen Boy an. Wo ist er hin? Doland? Oh, da ist er. Mit seinem kleinen Schweifbüschel. Ja, komm her, Junge. Au. Nicht cool. So. Jetzt schnapp ich mir dich, Junge. Genie gibt halt aber sein Bestes, uns umzubringen, ne? Ist krass. Tötet ihn, Jungs! Die kommen hier halt nicht mal hoch, ne? Die ist einfach absolut nutzlos. Komm schon, du Feigling! Mit deinem kleinen Navi-Licht entkommst du uns nicht. Was machen diese Jungs? Die KI ist halt echt nicht die beste, ne? Die chillen einfach, die machen einfach ihr Leben. Das ist okay. Au. Thunder! Ah, fuck. Oh, HP. Cool. Ich glaube, Genie hat die Beine einfach umgebracht. Eiskalt, ey. Okay. Ich stehe hier überhaupt nicht back, okay? Ja, Mann, gleich haben wir ihn. Friss das, du Arschloch. Yeah. Dafür sind wir hier. Bam. Yes. Eisra ist aber der Jam. Und sehr nützlich übrigens. Wir werden gleich sehen, warum. Im Gegensatz zu Kingdom Hearts 3, dem Bullshit, haben wir auch direkt den besseren Zauber in unseren Slots. Und den normalen Eiszauber können wir einfach gar nicht benutzen, weil warum sollten wir zum Fick das tun? Genie, my final wish.
I want you to make me an all-powerful genie! Ja, dann haben wir diesen All-Powerful Genie mal auf die Fresse, ne? Warte, wir gönnen uns doch eine geile Hütte oder, ja, komm, Camper-Set, lecker. Und dann geht's einfach ab, Leute, let's go. Einfach ins Lava, in die Lava fallen, kann man machen. Hör auf, so scheiße zu lachen. Die Lampe! Wir können die Lampe angreifen. Oder ihn mit Eisraff ficken. Aber ihn mit Eisraff ficken bringt jetzt nicht so super viel. Oh fuck, lass mal gehen. So, die Lampe angreifen bringt einfach viel mehr. Die teilen sich halt eine HP-Bar. Und solange wir an diesen Vogel gut rankommen, ist alles chillig. Oh oh. Ah, never mind. Bam. So, wir graben trotzdem einfach so an. Na komm. Oh. Bringt ihn um. Ja, die Fahrt ist aber noch leichter als die andere. Allmächtiger Jinamarsch. Der Junge wirft halt einfach nur ein paar Steine. Wäre er allmächtig, könnte er uns einfach instant zu Staub zerfallen lassen. Also alles chillig, Leute. Oh, das Ding ist immun gegen Magie, okay. Aber ehrlich? Frisst das, du Arsch. Okay, muss los. Ja, wenn er sich da direkt so hinstellt, ne, dann hauen wir ihn auch auf die Fresse. Da ist natürlich gar kein Problem. Los, Dolans! Tu was für dein Geld! Wow, Alter, der fucking Vogel, habt ihr gehört? Is it hot in here or is it just me? Einfach dein Maul. Ja, komm, wirf deinen kleinen Stein, ist okay. Pathetic! Ja, gut, das war's mit unseren MP. Jetzt können wir den Jungen eigentlich nur noch folgen. Aber es hat schon mal gut Schaden gemacht mit den ganzen Eisdingern. Ech. Yeah. Wie absolut nervig. Na komm, du beschissener Vogel. Ich könnte jetzt einen Aether fressen und Jafar einfach weiter deep freezen, aber nee. Lohnt einfach nicht, wenn der Junge hier rumhängt und uns eigentlich die ganze MP spendet. Indem er sich schlagen lässt. Was für ein Motherfucker! Jungs, macht auf was! Tötet ihn! Bringt ihn um! Komm, Dolan, du hast noch einen MP. Zauber. Ah, nee. Magie wirkt bei dem Jungen nicht. Nicht bei der Lampe jedenfalls. Wow, das war knapp. Machen wir einfach so weiter. Voll nervig so. Das ist halt so cool, wir treffen halt super wahrscheinlich, weil es einfach eine ganze Eis-Shotgun ist, die wir schießen. Hey, verreck, du Arschloch. Okay, wenn wir noch einmal treffen, soll es das gewesen sein mit ihm. Los, bringt ihn um! Oh oh. Yeah, dafür sind wir hier. Mit dem letzten MP noch umgebracht. Perfekt geplant, Leute. Passt genau.
So muss es sein. Geil. Okay, Jafar. Back to your lamp. Hauptsache, ich rede und habe mich noch gemutet, Leute. Big Brain, Alter. Ich kann ja direkt wieder muten, Alter. Jasmine? Jasmine! Whoa, we better get out of here! Jasmine! Bruder, wir müssen ganz dringend los. Wusst ihr übrigens, dass es eine Speedrun-Strat ist, hier in diesem Minispiel zu sterben und es wirklich schwierig ist, einfach zu sterben? Du kannst halt einfach schaffen, ohne einmal irgendwas gedrückt zu haben. Wir versuchen mal zu sterben. Weil es geht einfach schneller. Oh nice, ne? Diesmal will ich sterben. Stein fall auf meinen Kopf. Wow, er ist echt schwierig um sie. Oh, cool, Alter. Oh, fuck. Das hätten wir uns gönnen müssen. Weil durchs Feuer. Ja, das ist der Damage, für den ich hier bin. Woo! Jetzt kommen wir halt trotzdem raus. Jasmine ist also nicht mehr in Agrabah. Sora, lass sie uns suchen. Tut mir leid, aber ich kann dich nicht mitnehmen. Warum nicht? Ich wünschte, wir könnten. Gosh. Aber es geht nicht, wenn wir ihn in eine andere Welt mitnehmen. Heißt das? Einmischen. Aladdin, wir werden Jasmine finden, versprochen. Earth to Al. Hello, you still have one wish left. Look, just say the word. Ask me to find Jasmine for you. I wish for your freedom, Genie. Al! A deal's a deal, Genie. Now you can go anywhere you want. You're your own master. But if you can, it'd be great if you could go along with them and help Sora find Jasmine. Sorry, Al. I'm done taking orders from others. But a favor? Now that's entirely different. I guess I could give that a try. After all, we're pals, right, Al? Genie. Just leave it to me! Smarmy vizier could have had him. If someone had stuck around to give him a hand. Hey, I did my part. I brought the princess, didn't I?
Jafar was beyond help, consumed by his own hatred. One should beware of letting it burn too fiercely. Whoa, 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 lighten up. I'm as cool as they come, okay? By the way, kid, have we got something special for you? Huh? We had a deal, yes? You help us, and we grant you your wish. Kairi! Go to her. Your vessel is waiting. Just remember, this is no pleasure cruise. It won't be a pleasant voyage. Why are you doing all this for me? What's the catch? Catch? What's the catch? Silly boy. You're like a son to me. I only want you to be happy. I seriously doubt that. Believe what you wish. But lest we forget, I kept my end of the bargain. Ja, yeah, wir können Genie rufen. Erstmal, Leute, wieso ist es nicht ein Mission, wenn fucking Genie aus einer fremden Welt einfach mit uns kommt? Analdin darf aber nicht, oder was? Zweitens, absolut dummer Move. Wieso hat er sich nicht einfach Jasmine zurückgewünscht, ihr die scheiß Lampe gegeben und sie hätte sich dann von Genies Freiheit gewünscht, Alter. Der Junge ist einfach nicht sehr helle. Hier, nimm das mit. Wunderlampe, Alter. Ohne grüne Triotisch, lecker. Sora, bitte finde Jasmine für mich. Ja, mal sehen. Okay, Leute, aber ich würde sagen, das ist mir für heute von Kingdom Hearts. Fallen Mix. Macht halt einen Damage mehr, durchsaft. Hohe Trefferquote. Ist halt kürzer, ne? Guck mal. Damit treffen wir gar nicht so wahrscheinlich, tatsächlich. Ich glaube, dann verzichte lieber auf den einen Damage mehr. Und bleib beim Simplexus, was einfach länger ist und eine bessere Reichweite hat. Reichweite ist genau mein Jam. Okay, Leute. Egal. Das wär's mal für heute. Haut rein. Ciao.